Am Sonntag gastierte in der Stadthalle Dingolfing Insektophobie mit ihrer Riesenspinnen- und Insektenausstellung. Zu bestaunen gab es allerlei Exponate und lebendige Tiere aus der ganzen Welt. Unter anderem gab es dort Riesengespensterschrecken, Achatschnecken, Skorpione und, wie sollte es auch anders sein, Vogelspinnen. Der Weg bis zu einer solchen Sammlung war dabei ein sehr langer. Neben den unzähligen Insektenexponaten, bestehend aus Schmetterlingen, Schrecken und Käfern, konnten auch Teile einer Schlangenhaut unter dem Mikroskop begutachtet werden. Bei den Terrarien mit den Lebendtieren konnten die Besucherinnen und Besucher neben diversen Vogelspinnenarten auch die ein oder anderen Mantiden sehen. Die mutigsten unter ihnen konnten eine der größten Vogelspinnenarten, die Theraphosa blondii, oder eine Schlange für ein Erinnerungsfoto in die Hand nehmen. Ja, vielleicht helfen diese Bilder auch Ihnen, die bösen Kreaturen in einem völlig neuen Licht zu betrachten.